Hi zusammen. Hier ist wieder Tobi von den Nerds. Und heute nehme ich euch mit zu einem kurzen Stück auf einer meiner letzten Fahrten auf dem RE4 zwischen Wustermark und Rathenow. Genauer gesagt, auf dem Abschnitt bis zum Abzweig Ribbeck. Unterwegs sind wir in einem unserer 16 Stadler-KISS-Züge. Warum das eine meiner letzten Fahrten ist? Naja, das ist leider leicht erklärt. Zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember geht diese Linie von meinem EVU ja zurück an die DB. Im Zuge der Neuaufteilung der Netze gibt es ja einen Tausch verschiedener Linien hier in Brandenburg und der RE4 geht eben an die Kolleginnen und Kollegen in Rot. Heute bewegen wir uns auf einem Abschnitt der Schnellfahrstrecke Oebisfelde-Spandau zwischen Wustermark und dem Abzweig Ribbeck. Gewählt habe ich diesen, weil ich auf der ersten Runde an diesem Tag einen interessanten Zug von der Firma Spitzke gesehen hatte. Die sogenannte RPM RS 900 oder auch die längste Maschine des Spitzke Technikparks. Gebraucht wird diese Maschine für die Planungssanierung und Schotterbearbeitung von Gleisen. Spitzke schreibt dazu auf seiner Homepage, dass innerhalb des Maschinenkomplexes Planungsverbesserung, Bettungsreinigung und Schotterrecycling in einem Durchgang realisiert würden. Der Schotter wird dabei ausgebaut, recycelt, wieder eingebaut, verdichtet und stabilisiert. Der Boden wird ausgehoben, das neue Material eingebaut, planiert und ebenfalls verdichtet. Alle Arbeitsgänge verlaufen gleisgebunden ohne Sperrung des Nachbargleises. Das Ergebnis: kurze Sperrzeiten und eine hohe Verfügbarkeit des Fahrweges. Der Bauzug von Spitzke, der steht gleich im Kilometer 143 im Bahnhof Großbenitz an der parallel verlaufenden Lehrterbahn, auf der linken Seite die eingleisige Strecke. Aber seht selbst. Ja, und damit erreichen wir jetzt den Abzweig Ribbeck auf dem RE4. Ich hoffe, diese kurze Mitfahrt hat euch gefallen und wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da.
Ach, und wenn ihr abonniert habt, dann vergesst nicht auch noch die Glocke zu aktivieren. Dann werdet ihr immer über neue Filme hier auf dem Kanal informiert. Ja, und jetzt wünsche ich euch erstmal eine frohe Adventszeit oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Über eure Meinung freue ich mich wie immer in den Kommentaren und natürlich auch über eure Ideen, was aus meinem Berufsalltag ihr gerne noch sehen würdet. Also, bleibt neugierig und gesund und bis zum nächsten Video.